Was ist los? Dicke Lüft zu Hause. Ja, genau auf den Ruhm. Nee, komm. Bist du mal langsam, hä? Was ist passiert? Oh, Mathe lief nicht so gut. Aber das ist doch egal. Ich hab eh keine Lust mehr auf Schule. Hm? Trink mal lecker Kopfchen Tee, hä? Das wird wieder. Weißt du, was das Schöne am Angeln ist? Mhm. Die Ruhe. Seht ihr? Ach, Mist, Akku alle. Meine Ex-Frau und die Technik, immer das Gleiche. Hör bloß auf, sonst erzähle ich Volker mal von deinen Macken. Unser Jüngster kriegt gerade Zähne. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Kaffee? Ja, gerne. So, jetzt müssen wir aber, komm. Thomas. Bitte? Vitamine. Gerne, ich muss aber gleich los. Bitte, Pedro, brave Gentleman oder Frau Gentleman. Ich habe nur Pech mit den Frauen. Die erste ist weggerannt, die zweite ist geblieben. Wer ist das denn? Unsere neue Bedienung. Sag bloß, die sieht aber gut aus. Genau meine Wellenlänge. Ey Trainer, wann ist das Spiel morgen? 1:30 oder 3:30? Hm? 2:30. Mal pünktlich ins Bett gehen, damit du fit bist morgen, ja? Okay. Josefine. Was machst du denn noch hier? Mein Schlüssel ist weg. Na, nur mal ganz ruhig. Wo hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen, hm? Na, siehste. Dankeschön. Morgen kann ich nicht kommen. Da muss ich in der Gärtnerei Pflanzen einkaufen. Für den Hinterhof? Ja, Nachbarn haben mich gebeten, ihren Hof ein bisschen zu verschönern. Hat denn die Gärtnerei auf morgen? Ja, ich denke schon. Wieso? Weil morgen Feiertag ist. 31. Oktober, Reformationstag. Ach du liebe Zeit. Also mit diesen neuen Feiertagen, da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Früher war das irgendwie alles übersichtlicher. Naja, dann gehe ich eben Sonnabend einkaufen. Wie sieht's denn nächste Woche aus? Wann willst du kommen? Weiß noch nicht. Ich rufe an. Tschüss. Tschüss und schönen Feiertag. Danke, gleichfalls. Danke. So. Auf uns. Chin Chin. Du hast Sehnsucht nach Sardinien. Ja, klar. Aber da war auch nicht alles gut. Dein Mann. Eine Trennung ist immer schwer. Hi. Hi. Hey, wie war die Mathearbeit? Null Problem. Schön. Oh, du kannst so gut malen. Also die wird bestimmt eine große Künstlerin. Schön wär's. Aber da gehört auch viel Glück dazu. Christi Franz. Das ist doch Frau Nachbarin. Was verschafft mir denn die Ehre? Ja, du, ich hätte mal eine Bitte. Ich hab da so zwei komische Kunden, Ausländer. Bei denen ist mir nicht ganz wohl und die kommen später noch mal vorbei. Und das willst du, dass ich sie mal anschaue? Ja, wenn du das machen kannst. Wann kommst du denn? Ja, irgendwann heute Nachmittag. So ein langer und ein kleiner dünner. Passt schon, ich werde dir ein Auge drauf werfen. Danke schön. Hast du was gut bei mir? Kein Problem. Das ist ja schon die neue Karatsidee. Wo hast denn die her? Das ist die ältere. Die neue kommt noch raus. Soll ich mal auflegen? Klar.
das wieder eine Hitze hier. Du kannst ja ein bisschen was ausziehen, wenn es so warm ist. Ach, das könnte dir wohl so passen, hm? Mhm. Ja, vielen Dank. Tja, jetzt bin ich Opa und Pensionär. Mit anderen Worten, ein richtig alter Sack. Ja, ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, aber ihr werdet mir alle ganz schön fehlen. Genauso wie die kleinen Monster da draußen. Viele von denen sind mir richtig ans Herz gewachsen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, auf die Jugend und auf die alten Säcke. Hi, Vidi Tata. Lydia. Amelie, doji tatis wome, doji sunse moje. Was ist das für ein Auto? Ma, was ist? Komm. Hey, Mel. Was und? Was sagst du? Ah, Lydia. Hast du den gekauft? Nee, der ist geklaut. Ist der laut? Man, da ist eben. Was glaubst du denn, Frau? Hier sind wir Prepo. Hast du gestern die Bayern gesehen? Das war nichts. Jetzt verlieren die schon in Hannover. Naja, noch sind sie Erste. Nö, wir haben noch Zeit zu plaudern. Muss ein Paket abholen, ich habe so eine Benachrichtigungskarte gekriegt. Bücher über Technik. Willst du Einzelheiten wissen? Dachte ich mir. Na, soll ich noch was mitbringen? Nee, du. Mein Akku piept, sag mal schnell. Hm. Scholle oder Rotbarsch? Seelachs. Mats, was los heute? Ja, schon mehr als sonst. Hab aber ein bisschen vorgearbeitet. Den Rest darfst du machen. Ja, du bist so gut zu mir. Ich muss los, die Kleine abholen. Okay, bis morgen. Ciao. Bis morgen, ciao. Hallo? Hallo, Hakan. Hey, Hakan, schon wieder hier? Ja, bin gut durchgekommen. Bitte. Ich habe dir noch einen Nachtisch gemacht. Mmh, Schokoladenpudding. Schön war's. Aber am Schluss habe ich ganz schön schnaufen müssen. Dieses Internet, lauter Idioten, Schwachköpfe.